Mein Name ist Herbert Haberl. Ich verwirkliche meine Vorstellungen einer ökohumanen Wirtschaft und Gesellschaft als Gründer und Geschäftsführer der Agentur für Erledigungen und der Akademie für Empathie sowie des Kulturimpuls Innovative Mitte. Der Satz, die Rettung der Banken ist alternativlos, hat mich politisiert. Meine Analyse der Wirtschaft und Gesellschaft zeigt eindeutig, die heutige Wirtschaftsordnung und Währungsverfassung zerstört immer wieder den mühsam aufgebauten Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Geld ist eine Illusion. Sein Wert hängt nur davon ab, dass wir daran glauben. Nur das Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Fast alles Geld ist Chiralgeld, erschaffen durch Banken aus dem Nichts. Die darauf basierende Kreditpolitik der Banken erzeugt Vermögensblasen für Einzelne und Bankrotts für alle. Die Geldmenge in Deutschland wuchs in den 15 Jahren vor 2008 achtmal mehr als das Bruttosozialprodukt und 3/4 davon gingen ins globale Finanzcasino, meist zum Vorteil einer gewissenlosen Finanzoligarchie. Zwischen 1970 und 2010 wurden in den Mitgliedstaaten des IWF 425 Finanzkrisen registriert, also rund 10 pro Jahr. Und jedes Mal zahlen die Bürger mit ihren Steuern oder durch Vermögensverluste für die Verfehlungen der Finanzbranche. Und das soll intelligent sein? Da gibt es gerechtere und zukunftsfähigere Geldordnungen. Ich will Vollgeld von der Monetative.